wenn man so politischer Kampf sagt, hört sich das immer so nach formalisierten Aktionen an. Ne? Aber es geht auch bei mir ganz oft im Alltäglichen einfach darum, andere Menschen zu stärken, anderen Menschen Mut zu sprechen, also Empowerment-Arbeit tatsächlich im Alltag auch zu leben. Leute, die ich treffe in meiner Arbeit, aber auch ganz allgemein schwarze Jugendliche, junge Menschen, denen ein Vorbild zu sein, die zu stärken, dass sie auf den richtigen Weg sind, dass nicht sie diejenigen sind, die falsch sind, sondern dass diese Gesellschaft ein Problem tatsächlich hat. Es ist oft das Kleine im Sozialen, was viel, viel mehr Kraft kostet, als zu einem Plenar zu gehen und damit gemeinsam mit Gleichgesinnten zu diskutieren und auszuhandeln, was jetzt die nächsten Schritte sein werden, ne? Sondern im Alltag Menschen zu unterstützen und die ganzen sozialen und psychologischen Herausforderungen aufzufangen, mit denen sie konfrontiert werden. Die Stimmungslage hat sich auf jeden Fall, also unabhängig von der persönlichen Situation, muss ich sagen, hat sich am Ende doch sehr viel geändert, wie ich über Thüringen spreche, wie ich Thüringen wahrnehme und was ich auch insbesondere in meiner Arbeit, in der Beratung von zugewanderten Menschen, was ich denen auch sage, wenn die über ihr Leben hier vor Ort sprechen. Und das ist so eine traurige Erkenntnis, die mir auch in den letzten Jahren gekommen ist, dass als ich vor 15 Jahren in den Beruf eingestiegen bin, ich alle irgendwie noch davon überzeugen wollte, dass sie unbedingt hier bleiben, dass sie diese Gesellschaft diverser machen und gemeinsam mit mir gestalten. Ich habe immer so standardmäßig gesagt, ne, wenn alle weggehen, dann kann sich ja nichts ändern, dann können sich die Leute nicht dran gewöhnen. Und jetzt, das ist etwas, was ich ganz klar nicht mehr mache. Wenn das Thema Diskriminierung, Rassismus in der Beratung aufkommt, und das kommt fast immer irgendwann auf, und die Leute schildern, wie schwierig ihre Lebensumstände sind, dann mache ich sie immer direkt darauf aufmerksam, dass Thüringen ein Teil von der Bundesrepublik ist und dass es noch andere Bundesländer gibt und dass sie sich einfach auch überlegen können und auch gut sollten, ob sie wirklich hier ihre Zukunft gestalten wollen, ob sie hier bleiben wollen oder ob sie sich nicht für sich und ihre Kinder leichtere Umgebung aussuchen. Denn das ist es tatsächlich einfach. Es ist eine Schwere im Alltag oft spürbar, die man nicht spüren möchte, aber die doch alle, die von Rassismus betroffen sind, einfach wahrnehmen. Die Frage, ob man bleibt oder weggeht, ist echt eine schwierige Frage und sie ist tatsächlich permanent in ganz vielen Runden auch ein Thema. Also ich kann sie immer nur in dem Moment beantworten. Grundsätzlich habe ich jetzt erstmal beschlossen, so lange wie mein Kind, mein eigenes Kind oder auch die Kinder in meiner Familie noch nicht alt genug sind, um zu entscheiden, wo sie leben wollen, so lange bleibe ich auf jeden Fall hier, weil das sind auch schwarze Kinder. Ich möchte, dass die sicher aufwachsen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die gute Rahmenbedingungen haben. Und wenn die alle Anfang 20 sind, dann wird die Frage nochmal anders gestellt. Und ehrlicherweise muss ich aber auch ganz klar sagen, dass diese Vorstellung wegzugehen immer eine Flucht auch ist, in die ich mich gedanklich rette, wenn es hier zu schwierig wird oder wenn man das Gefühl hat, es ändert sich gar nichts, es wird alles noch problematischer, dann führt man halt einfach mal wieder so ein Gespräch mit einer Freundin, ach, wir sollten schon irgendwie gehen. Aber jetzt aktuell 24, so lange wie die Kids, für die ich mich verantwortlich fühle, hier bleiben müssen, so lange bleibe ich definitiv auch hier. Was mir auf jeden Fall Mut macht, sind die Menschen, mit denen ich zusammenkämpfe, mit denen ich zusammen in Gremien, im Plenar sitze und mit denen ich mir zusammen die Haare raufe, die verdeutlichen einfach ganz klar, es gibt ein anderes Thüringen. Es gibt auch hier vor Ort ganz, ganz viel Gegenkultur, ganz, ganz viel Stimmen, die sich für eine offene, diverse, antirassistische Gesellschaft einsetzen. Und die geben mir jeden Tag sehr, sehr viel Mut. Wir hatten einen sehr, sehr intensiven Wahlkampf. Vor allen Dingen in den letzten Wochen gab es dann doch noch mal ganz, ganz viele Aktionen, ganz viele Mahnwachen, ganz viele Dinge, wo man sich engagieren konnte. Und unheimlich viel Anspannung die ganze Zeit. Und jetzt ist einfach diese Anspannung kurz gelöst. Und es fühlt sich so an, als ob man erstmal sich auf der Couch zurücklehnen muss, um wieder neue Kraft zu tanken. Andererseits ist direkt schon diese Notwendigkeit, wir müssen verfolgen, wie jetzt die Verhandlungen losgehen. Wer spricht mit wem? Was verhandeln die miteinander? Also es beginnt schon wieder so eine kleine Nervosität, sich eben nicht auf der Couch ausruhen zu gönnen. Also die Erschöpfung, die ich mir gerne wünschen würde, länger auszuleben, geht schon wieder in den dringenden Appell in einen selber los.
weiter wachsam zu sein und Dinge zu verfolgen. Es geht darum zu schauen, was machen die Parteien, wie verhält sich die CDU, was sind die bereit aufzugeben, was sind die bereit weiter zu fördern. Schaffen wir es, unsere Themen, linke Themen, Stichwort Demokratieprojekt, Förderung, in egal was als nächstes kommt, mit rein zu verhandeln. Und da reicht es nicht aus, wenn wir nur in Thüringen wachsam sind, sondern da braucht es wirklich auch den kritischen Blick von der gesamten Bundesrepublik. Und es braucht den Blick von den Bundesparteien auf das, was hier passiert. Und das ist mir an der Stelle echt wichtig zu sagen, denn ja, in unseren kleinen Thüringen passieren manchmal komische Sachen. Beispielsweise, als wir die letzte Landtagswahl hatten und Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und er so überzeugt war, dass das so total in Ordnung war und auch die gesamte FDP davon überzeugt war, dass das in Ordnung war und auch die CDU davon überzeugt war, dass das in Ordnung war. Und tatsächlich erst der Druck der Bundes-CDU und der Bundes-FDP dazu geführt hat, dass er wieder zurückgetreten ist. Es gab sofort hier Aktionen vor Ort in Thüringen. Ganz viele Menschen haben demonstriert, haben jeden Tag Mahnwachen gemacht vor der Staatskanzlei. Aber das hat erstmal nichts bewirkt. Als Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP, als der dann nach Thüringen gereist ist und hat mit Kemmerich geredet, dann ist er zurückgetreten. Die Landesverbände der Parteien sind hier auch oft anders als die Bundesverbände. Und da hoffe ich zumindest auf ein bisschen Druck von den Bundesverbänden, sich an bestimmte Absprachen zu halten.